Das Video ist jetzt quasi ein Update zu meinem letzten RVPN-Test, der jetzt schon ein paar Jahre zurückliegt. Ich habe einen Blogartikel geschrieben, das ist eigentlich immer der führende Test. Da habe ich immer die Aktualisierungen auch mit berücksichtigt, was ja beim Video relativ schlecht geht. Ja, jetzt trotzdem mal ein neues Video mit ein paar Updates. Ich habe gedacht, ich rausche jetzt einfach mal so durch ein paar erwähnenswerte Punkte durch. Die Details könnt ihr dann auf meinem Blog lesen. Allerdings gibt es ja ein paar Sachen, die man vielleicht hervorheben kann. Das würde ich jetzt mal in dem Video tun. Mein erster Punkt ist die Geschwindigkeit. Ich habe ein paar Speedtests gemacht und die habe ich auf Webseiten gemacht. Da bin ich so auf 150 Mbit pro Sekunde gekommen. Ich habe aber auch einfach mal den JDownloader, also einen Download Manager, angeschmissen und 10 Streams gleichzeitig reingepumpt. Da komme ich so auf 194 Mbit pro Sekunde. Bei mir wären theoretisch 500 Mbit pro Sekunde möglich gewesen. Ich habe aber generell das Problem, dass seit ich solche hohen Geschwindigkeiten bei Kabel Deutschland habe, die VPNs irgendwie sich komisch verhalten. Also ich hatte zum Beispiel mal eine 200 Mbit Leitung, das hat er immer voll ausreizen können, und jetzt, wo ich schnelleres Internet habe, verhält sich OpenVPN irgendwie komisch. Entweder hat sich da was an der MTU-Size geändert, ich bin noch nicht so richtig dahinter gekommen. Nichtsdestotrotz, 194 Mbit pro Sekunde ist ein sehr, sehr, sehr guter Wert für einen OpenVPN-Anbieter. Es ist nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Latenz ist wichtig. Ich bin jetzt hier bei einem deutschen Server konstant unter 50 Millisekunden geblieben, das ist völlig in Ordnung. 19 Millisekunden ist mein Wert ohne VPN. Mit VPN hat er sich jetzt in dem Fall verdoppelt bei RVPN. Das ist jetzt keine Glanzleistung, ist aber immer noch solide und wird man wahrscheinlich nicht großartig merken. Ja, ein anderer wichtiger Punkt bei VPNs ist natürlich die Sicherheit. Und da kann RVPN schon immer eigentlich punkten. Es wird TLS-Krypt unterstützt, es werden lange RSA-Keys verwendet, OpenVPN over SSH ist möglich. Es gibt einen Network-Lock, der einen vor IP-Leaks schützt, und auch IP-Leaks generell, ob das jetzt ein DNS oder ein WebRTC-Leak ist, werden mit der Software erfolgreich verhindert. Zudem, ganz wichtig natürlich, es werden keine Logs erstellt auf den Servern, zumindest laut eigener Aussage. Ist auch kein Fall bekannt, wo ein RVPN-User mal den Behörden übergeben worden wäre. Also da scheint ein bisschen was dran zu sein. Weiter geht's mit den Funktionen, die wir da so haben bei RVPN. Das ist zum einen die Port-Weiterleitung, die bieten nur wenige Dienste an. Es gibt insgesamt 243 Server. Es gibt eine Android-App, IPv6 wird unterstützt. Ganz interessant finde ich auch das Feature, dass es Geo-Unblocking-Server gibt. Das möchte ich kurz erklären. Es gibt also Server, mit denen kann ich mich gar nicht direkt verbinden. Das sind dann sogenannte Double-Hop-Server. Man verbindet sich also mit irgendeinem der VPN-Server, sagen wir mal mit einem kanadischen. Und jetzt gehe ich auf eine deutsche Mediathek, die ich nur aus Deutschland schauen kann. Dann wird nur der Traffic zur ARD.de zum Beispiel umgeleitet über diesen Geo-Unblocking-Server. Also quasi voll automatisiert. Und das RVPN-Team hat auch bisher immer versucht, wenn ich da mal ein Problem hatte, wenn eine IP zum Beispiel gesperrt war, konnten sie da immer eine Lösung für finden. Also das funktioniert echt gut. Hier habe ich noch auf meiner Liste stehen die Packet Inspection Bypass. Naja, was meine ich damit? Es gibt immer mehr Länder, die versuchen, VPN-Verbindungen zu zensieren. Darunter fällt halt Russland, darunter fällt die Türkei, Iran und. Also autoritäre Regime. China natürlich nicht zu vergessen mit ihrer Great Firewall. Und dafür ist es eben wichtig, wenn man in solchen Ländern unterwegs ist und möchte sich nach draußen verbinden, an diesen Zensur-Firewalls vorbeizukommen. Und dafür sollte der VPN eine Lösung bereitstellen. RVPN hat da gleich verschiedene Sachen im Einsatz. Zum einen macht das TLS-Skript immer schwieriger, VPN-Verbindungen mit so einer Firewall zu erkennen. Zum anderen, die idiotensichere Lösung ist der S-Tunnel. Ich kann also mit SSH oder mit SSL mich verbinden, und für den Sensor sieht es so aus, als hätte ich da eine HTTPS-Verbindung am Laufen. Kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich hatte schon einen China-Urlaub hinter mir mit RVPN und das ist alles tadellos gelaufen. Auch positiv ist, dass die Software aktuell gehalten wird und auch das darunterliegende OpenVPN wird immer wieder upgedatet. Die Software kann man nicht nur für RVPN benutzen. Ich blende euch mal eine Infokarte ein. Ich habe auch schon mal ein Video gemacht, wie man zum Beispiel von Premiumize die VPN-Profile importieren kann. Aber man kann das nicht nur auf Windows oder auf Android betreiben, man kann das natürlich auch in den Router integrieren, und dafür gibt es einen schönen Config-Generator. Den zeige ich euch jetzt natürlich auch einmal im Video. Da kann man individuell nach seinen Bedürfnissen seine VPN-Konfiguration zusammenstückeln, man kann sich die Ports aussuchen und. Jetzt habe ich so viel Positives berichtet, was kann ich denn Negatives berichten? Ja, wie immer, irgendwie ist bei RVPN der Support ein Problem. Hat man mal ein Problem, wenn die Tickets recht lustlos bearbeitet? Ich hatte jetzt bisher noch keine Probleme, die irgendwelche Showstopper waren, also benutze RVPN ja offensichtlich auch noch, aber trotzdem finde ich es nervig, dass das nicht so richtig ernst genommen wird. Wenn ihr auch Kunde bei RVPN seid, würde mich mal eure Meinung zu dem VPN interessieren. Dafür habt ihr jetzt die Kommentare.